Hallihallo, hier zu sehen ist der untere Teil einer Elektroverteilung mit einem dreipoligen Hauptschalter sowie einem vierpoligen Fehlerstromschutzschalter, der eben zusätzlich zu den drei Außenleitern hier noch den Neutralleiter anliegen hat und eben über den Summenstrom feststellen kann, ob es hier Fehlerströme gibt und im Fall von Fehlern eben die Verbindungen unterbricht. Außerdem habe ich hier einen zweipoligen Spannungsprüfer, der eben hier von der Also der Produktname ist eben Duspol Digital, das ist durchaus ein Markengerät. Das ist ein Standardwerkzeug in der Elektrik, mit dem man eben Spannungen messen kann bzw. Spannungsfreiheit feststellen kann. Außerdem ist eben ein Feature dieses Geräts, dass es auch Drehfelder messen kann. Also es gibt hier zwei Pfeile, nämlich einen L- und einen R-Pfeil, die jeweils signalisieren, ob das Drehfeld eben im Fall von Drehstrom links oder rechts herum zeigt. Und dabei ist mir ein interessanter Effekt aufgefallen, der natürlich einfach zu erklären ist, aber grundsätzlich nicht ganz intuitiv vielleicht ist. Und zwar ist es so, wenn ich hier zwischen dem Neutralleiter und den einzelnen Außenleitern messe, habe ich ja diese typischen 230 Volt bei 50 Hertz. Das ist in allen drei Fällen der Fall. Und wenn ich zwischen den einzelnen Außenleitern messe, habe ich ja 400 Volt. Und man kann jetzt hier auch sehen, dass das Ganze eben auf ein linkes Drehfeld hinweist. Der Pfeil hier entsprechend zeigt nach links. Und das ist dieser grüne Punkt hier, den man hoffentlich im Video auch sehen kann. Und dementsprechend würde man jetzt vermuten, dass hier ein linkes Drehfeld anliegt. Wobei das falsch wäre, weil man hier eben an der Stelle ein rechtes Drehfeld zu installieren und zu erwarten hat. Und in dem Fall ist das aber ein Fall von You're holding it wrong. Also ich halte hier oder ich benutze hier das Prüfinstrument falsch. Und zwar ist es so, dass ich das jetzt hier nur einhändig, beziehungsweise auch wenn ich das zweihändig halte, halte ich das hier wirklich am Ende der Prüfspitzen und nicht vollumfänglich. Also das Handbuch empfiehlt oder schreibt wirklich auch vor, dass man das Ganze vollumfänglich umfasst. Und jetzt konnte man auch sehen, das Ganze ist umgesprungen auf ein rechtes Drehfeld. Und zwar ist es so, der Hintergrund des Ganzen, dass wenn ich das Ganze vollumfänglich umfasse, stelle ich eben eine kapazitive Kopplung zwischen mir, zwischen meinem Körper und dem elektrischen System her. Und dementsprechend führe ich jetzt tatsächlich eine dreipolige Messung sozusagen durch aus Sicht der Firmware diese Prüfinstruments. Es ist ja so, wenn ich das jetzt hier nur mit zwei Polen messe, dann sieht er nur eine sich verändernde Spannung, kann aber nicht sehr sagen, wie sich die einzelnen Spannungen zueinander verhalten. Wenn ich das Ganze aber jetzt hier vollumfänglich umfasse, dann stelle ich sozusagen über meine Kopplung, eben über die kapazitive Kopplung, den dritten Pol da und die Firmware kann dann dementsprechend über die Messung der einzelnen Spannungen, die hier an den Spitzen anliegen und ein bisschen Mathematik bzw. halt Rechnerei in der Firmware feststellen, wie die Spannungsverläufe zueinander sich verhalten und kann dann dementsprechend auch das Drehfeld bestimmen. Und rechtsherum ist in diesem Fall korrekt, auch wenn ich das entsprechend umdrehe und andersherum messe, würde es jetzt eben links herum anzeigen, wenn ich das Ganze richtig greife. Jetzt kann man sehen und das ist soweit jetzt auch korrekt. Ist allerdings, man könnte ja meinen, ja, ich halte das jetzt hier mal hinten an den Messspitzen, um eben möglichst viel Abstand zu den spannungsführenden Teilen zu haben, problematisch, weil man dann falsche Messwerte erhält. Und dementsprechend muss man das tatsächlich richtig halten. Also wie gesagt, links herum, das ist falsch an der Stelle. Rechtsherum bei richtigem Halten ist richtig. Und das kann man natürlich auch gegenprüfen durch weitere Messungen an anderer Stelle. Also man sieht hier zwischen L1 und L2 ist das Drehfeld eben rechtsherum und auch zwischen L2 und L3 ist es rechtsherum. Wie gesagt, das Ganze macht physikalisch durchaus Sinn und die Anleitung weist einen auch ganz explizit darauf hin, dass man das eben richtig anfassen muss, dieses Gerät. Ist aber dennoch vielleicht nicht ganz intuitiv an der Stelle.